Hallo, wir gehen jetzt mal gemeinsam runter und gucken, was ich noch im Gefrierschrank habe. Ich glaube nämlich nicht mehr ganz so viel. So, wie ihr seht, Grillfleisch, Grillfleisch. Das habe ich zwar noch da, aber ich esse es nicht und für die Kinder ist das, glaube ich, zu viel. Diese Wurst, aber die mag ich nicht. Und hier, wie ihr seht, habe ich nur noch Obst drin und Kräuter. Das war's. Hier unten ist Eis und Kuchen. Also, was mache ich denn jetzt? Ich werde, glaube ich, die Wurst hier noch machen. Da sind noch drei drinne. Und Kartoffeln. Ich werde, glaube ich, Pellkartoffeln machen, denn ich habe irgendwo noch Quark. Ich habe hier nämlich noch. Oh. Der ist schon abgelaufen. Aber das macht nichts. Weil man probiert den. Ihr seht, da ist nichts drin. Und dann kann man den noch essen. Also richtig tut er normal. Schmecken tut er auch ganz normal. Nee, doch nicht. Der schmeckt. Nee, oh, nee. Der ist doch wirklich nicht mehr gut. Das prickelt auf der Zunge. Gut. Also gibt's das nicht. Nee, das war wirklich nicht mehr gut. Ich habe hier aber noch einen Feta-Käse. Der ist noch haltbar. Also mache ich Pellkartoffeln, die Wurst. Oh, ich muss erstmal gleich was trinken. Den Feta-Käse. Oh, mir wird schlecht gerade. Ja, Gurken habe ich noch da und Paprika habe ich noch da. Dann machen wir jetzt die Reste, die wir jetzt noch hier drin haben. Und für morgen gucken wir dann mal. So. Ich schmeiß da den Kartoffeln rein. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich jetzt noch habe, aber geil. Sonst hätte ich die kleineren genommen, aber wir nehmen jetzt große. Ich glaube, na, der Kleine isst richtig gerne Kartoffeln. Haben wir noch eine große? So, ich glaube, das reicht. Die kochen jetzt erstmal und dann mache ich nachher die Wurst. So, unser Essen ist fertig. Kartoffeln, also Pellkartoffeln, Chorizo, Paprika, Gurke, Schafskäse, Ketchup. Das ist jetzt unser Mittagessen.